Ja, ich habe jetzt einen eigenen Dutch-Ofen. Und da brauche ich deine Hilfe. Wenn du mir helfen magst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich habe jetzt einen eigenen originalen Dutch-Ofen und bin schon richtig gespannt. Und ich mag ganz kurz was dazu erzählen. Der Alex, ein Freund von mir, ja, der ist Grillmeister und zu dem kann man immer wieder grillen. Wir haben auch dort Rehfleisch gegrillt und der, ich weiß nicht, der hat eine Passion für Fleisch so zubereiten, dass sich andere Menschen daran erfreuen können. Ja? Ich habe das Gefühl, dass er selber nicht so viel davon isst. Ja? Also sieht man zumindest, wenn man ihn so anschaut, denkt man sich, der isst das sicher nicht alles, was er da so kocht. Aber ich tue es. Und er hat gemeint, Dutch-Ofen, und er hat da schon einmal drin was gemacht und ich habe das total genial gefunden. Und jetzt habe ich so einen Dutch-Ofen bekommen. Aber ich bin ein Antikoch. Und daher kommt jetzt der Punkt, ich würde bitte deine Hilfe in Anspruch nehmen. Und zwar kannst du mir ein paar Rezepte schreiben. Vielleicht hast du nämlich Erfahrung mit dem Dutch-Ofen. Und kannst mir, und das wäre voll super, wenn du mir da unten in die Kommentarleiste deine besten, oder dein bestes, so muss man sagen, dein bestes Dutch-Ofen-Rezept verraten würdest. Ich mag nämlich das Jahr 2019 zu meinem Dutch-Ofen-Experimentier-Jahr machen. Das heißt, bei den Trainings möchte ich jetzt hier und da diesen Dutch-Ofen einsetzen. Ich möchte ihn privat natürlich auch einsetzen, aber hauptsächlich bei den Survival-Trainings und hier ganz einfach mit den Leuten kochen. Und ich habe überhaupt keinen Plan. Ich habe wirklich keinen Plan. Ich gehe mir da überhaupt nicht aus. Ich esse extrem gern. Ich esse wirklich extrem gern, aber kochen. Und das will ich mit diesem Ding jetzt hier ändern. Das heißt, bitte schreib mir unten einen Kommentar mit deinem besten Rezept. Das wäre sehr, sehr cool, damit ich, wenn ich das nächste Mal der Alex zu mir kommt, ich einmal groß aufkochen kann. Das wäre cool. Ich sage danke, mag dir mal einen Daumen nach oben bitten. Ja, und ja, einfach einen Kommentar schreiben. Dein Reini Rossmann, bis bald. Ciao.